Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Augenbrauen trimme. Leute, ich habe mal gehört, es gibt Menschen, ja, die nehmen einfach ihre Rasierer fürs Gesicht, ohne Aufsatz, rasieren sich einfach ihre Augenbrauen weg, weil sie trimmen wollen und sehen danach aus wie ein Albino. Sowas machen wir auf jeden Fall nicht. Denn wir haben das Ziel mit unserem Augenbrauen-Styling, dass wir zum einen gepflegte Augenbrauen haben, aber auch gleichzeitig männliche Augenbrauen haben. Also wir wollen eine vernünftige Balance in unsere Augenbrauen reinbringen. Und das ist das zweite Video aus dieser Reihe. In dem ersten Video habe ich bereits gesagt, wie man Augenbrauen zupft und so ein bisschen die Form hinkriegt. Und in diesem Video geht es lediglich darum, wie man seine Augenbrauen trimmt. Also, wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast, dann solltest du das als allererstes mal hier oben abchecken. Leute, aus irgendeinem Grund wachsen die Haare bei uns Männern immer weiter und weiter und weiter. Ja? Nicht nur auf dem Kopf, sondern auch die Augenbrauenhaare. Und wenn die nicht regelmäßig gestutzt werden, ja, dann könnte es möglicherweise sein, dass du so aussiehst oder auch so aussiehst. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und deshalb starten wir jetzt mit dem Augenbrauen-Trimmen. Und dazu brauchen wir auch jetzt die Tools, die wir im ersten Video noch nicht verwendet haben. Zum einen ist das eine Schere bzw. ein Rasierer und eine Augenbrauenbürste, die aber nicht zwingend notwendig ist. Und selbstverständlich brauchen wir auch noch den feinen Kamm, den wir auch im ersten Video verwendet haben. Und alle Produkte verlinke ich euch natürlich wie immer in der Infobox. So Leute, und das Trimmen ist tatsächlich wirklich super einfach und das sollte wirklich jedermann beherrschen. Also ihr nehmt diesen super feinen Kamm und kämmt damit eure Augenbrauen schön nach oben. Und wenn ihr dann eure Augenbrauen nach oben kämmt, dann die überflüssigen Haare, also die zu langen Haare, schneidet ihr einfach mit der Schere fein säuberlich ab. Und anstatt einer Schere könnt ihr an dieser Stelle auch zum Beispiel den Philips OneBlade verwenden. Damit habe ich zum Beispiel ganz gute Erfahrungen gesammelt. Aber auf gar keinen Fall ohne Kamm dazwischen einfach rasieren. Das funktioniert überhaupt nicht. Da haut ihr euch dann irgendwie Kanten oder Ecken da rein. Also auf jeden Fall diesen feinen Kamm dazwischen haben. Und somit habt ihr dann erstmal die Haare, die zu lang sind, erstmal ein bisschen gecuttet. Und das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Ihr nehmt den feinen Kamm und kämmt eure Augenbrauen schön fein nach unten. Und alle Haare, die zu lang sind, ja, die könnt ihr dann einfach mit der Schere wegschneiden. Oder alternativ könnt ihr an dieser Stelle natürlich auch den Philips OneBlade nehmen und eure zu langen Haare fein säuberlich mit dem Philips OneBlade schön wegrasieren. Und ganz wichtig, Leute, beim Augenbrauen-Trimmen wollen wir nicht eure Augenbrauen wieder in Form bringen oder irgendeine neue Form machen, sondern wir wollen lediglich einfach eure Augenbrauen ein bisschen fresher machen. Ja? Also soll einfach ein bisschen gepflegter aussehen. Und wer jetzt noch ganz viel Bock hat, der kann dann zum Beispiel so eine Augenbrauenbürste nehmen und seine Augenbrauen nochmal so ein bisschen stylen und in Form bringen. Muss jetzt nicht sein, ist kein Must, habe ich mir aber bei den Fotoshootings abgeschaut, weil da haben die Stylisten auch immer so eine Augenbrauenbürste und damit kann man halt das eine oder andere noch ein bisschen kaschieren oder halt einfach nochmal schön fein machen. Und Leute, bitte, 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 tut mir und vor allen Dingen euch und euren Mitmenschen einen Gefallen, ja? Wenn ihr das macht, benutzt auf jeden Fall einen schönen, feinen Kamm. Leute, wenn ihr das nicht macht, ja, und ihr aus Versehen zum Beispiel in eure Augenbraue reinrasiert oder reinschneidet, dann sieht das wirklich aus wie Arsch. Das sieht echt gar nicht cool aus. Also von daher, tut euch den Gefallen und verwendet auf jeden Fall so einen schönen, feinen Kamm. So Leute, und jetzt schauen wir uns an dieser Stelle auch nochmal das Vorher-Nachher-Bild an von meinen Augenbrauen. Da sieht man, ich habe es nicht übertrieben mit dem Wegzupfen, sondern ich habe es einfach nur schön sauber gemacht, damit alles wieder gepflegt aussieht. Und so sollte das Ganze auch sein. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Johannes Schulte. Johannes, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach eine Nachricht mit deinem Vor- und Nachnamen auf mein Community-Phone via WhatsApp schicken. Meine WhatsApp-Nummer für mein Community-Phone findest du wie immer in der Infobox. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich euch mit meinen beiden Videos hier zum Thema Augenbrauen, Zupfen bzw. Stylen euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn ihr jemanden kennt, ja, der zum Beispiel echt katastrophale Augenbrauen hat, ja, dann teilt gerne meine Videos mit ihm. Wenn du noch nicht Teil meiner Community bist, dann einfach auf Abonnieren klicken. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wundervolle Augenbrauen.